für mein Stier von Flora. Caramba. Sancho! Hä? Wie kommt es, dass du eine Freundin hast und ich habe keine? Das ist, weil ich habe das gewisse Etwas, Pancho. Mhm. Sag mal, wie kriege ich das gewisse Etwas? Das erkläre ich dir nachher, Pancho. Eine Lady darf man nämlich niemals nicht warten lassen. Adios. Buenos dias, Senorita. Hier bringe ich Ihnen ein paar Blümchen mit. Danke, danke, Senor. Wie reizend. Hüpfen Sie näher. Sisi? Sie haben mir mal ein neues Kleid verunstaltet. Verschwinden Sie bloß von hier, Sie widerlicher, fetter Frosch. Kommen Sie mir ja nicht wieder unter die Augen, bevor Ihr dicker Speck weg ist. Sie liebt mich nicht mehr, weil ich bin viel zu fett für Sie. Oi, sieh mal, Sancho. In der Zeitung steht, wie man abspecken kann. Hey, Arzt-Gymnastikausrüstung und man braucht nur diesen Coupon einzuschicken. Und dann hast du wieder das gewisse Etwas. Sie. Arzt-Gymnastikausrüstung nehmen Sie ab durch Übungen. Übung Nummer 1. Heben Sie das Hebegewicht in die Luft. Mann, das ist aber zu beschwerlich. Aber du musst es in die Luft heben, steht hier in dem Buch. Okay, ich mach es, ja. Da in dem Läufer ist eine Falte. Ich werde die Falte lieber rausfalten. Ist was, Sancho? Ich glaube, nach dieser schweren Übung braucht er erstmal ein nettes Siesta-Nickerchen. Seitdem ich abnehme, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Mir kommen Sie kein bisschen dünner vor. Kommen Sie, radeln wir doch spazieren. Na schön, warum nicht? Hüpfen Sie rauf. Sehen Sie, Sie sind bloß ein widerlicher, fetter Frosch. Gehen Sie mir aus den Augen, verschwinden Sie. Hey, sag mal, Pancho, was ist denn das hier für ein Ding? Das Ding hier heißt Hüpfolin. Da hüpft man drauf und dann ab und auf. Meinst du vielleicht so? Sissi. Mann, das macht aber mächtig Spaß. Ich könnte den lieben langen Tag so hüpfen. Oi, oi. Und besonders mächtigen Spaß macht es, weil man kann es auch im Liegen hüpfen. Aber hier im Buch steht, du musst besonders mächtig hochhüpfen, Sancho. Okay, dann sieh dir mal das an. Sie widerlicher, fetter Ferkelfrosch. Sie haben mich befeuchtet. Hey, Pancho, ich nehme einfach nicht flink genug ab. Werd bloß nicht ungeduldig. Hüpf mal hier rauf. Was ist das für ein Ding? Das hier ist eine Marschiermaschine. Du machst doch einen Ulk. Nein, und jetzt ist zu marschieren. Ich schalte an. Nun fang mal an zu marschieren. Hey, das ist aber eine klasse Maschine. Ich schalte sie auf halb 90. Dann kannst du flinker marschieren. Und wenn man mit großer Geschwindigkeit abnehmen will, kann man auf 78 schalten. Das ist nicht 78, das ist mindestens 79. Marschier flink weiter. Ich komme nachher wieder. Adios. Pancho, wo ist hier der Ausgang? Senor Pancho, ich liebe einen schlanken, zarten Hombre, so wie Sie sind. Sie, einen schlanken Krebs habe ich ebenfalls. Hm? Sehen Sie sich diesen faulen Mehlsack an. Kein Wunder, dass er so fett ist. Kommen Sie, Liebste, lassen wir den Faulpelz weiter schlafen. Oh, dieser Heimtücker, dieser Pancho, nun hat er mir meine Flora geklaut. Aber was soll ich tun? Ich bin zu fett. Hey, jetzt gerade ist mir ein Einfall eingefallen. Hallo, Senior Trickzeichner. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Vielleicht, was für einen? Wissen Sie, ich will dünner werden. Und für Sie ist das doch so einfach und leicht. Bist du sicher? Oh, Sie? Na schön, dann halt ganz still. Stopp, Moment mal, nun bin ich ja ein gar nichts. Keine Panik. So? Gefällst du dir? Oh, Sie haben es geschafft, ich bin dünner. Oh Mann, was wird Flora sagen, wenn sie mich so sieht? Flora! Ihr Ex-Freund, Sancho. Sie, hier ist so
einem winzigen überhaupt nicht zusammengeschrumpft? Mama, nein, Hilfe, helf mir doch, bitte helf mir. Was hast du, Sancho? Wach doch auf. Was hast du geträumt? Was? Ich geträumt? Was? Oh, ein Glück, ich bin eine fette grüne Bohne und nicht ein knochiges, klappriges, überhaupt nichts. Du, weißt du was, Pancho? Fett ist wunderprächtig. Das meiste von dem Fett musst du aber in deinem Ballon haben.